Frau, dann würde ich Sie bitten, nun das Wort zu übernehmen. Vielen Dank. Meine verehrten Damen und Herren, ich möchte gerne mit einem Zitat beginnen. Es lautet wie folgt. Am Land kommen die Götter noch zu den Menschen. Man ist jemand und erlebt etwas. Aber in der Stadt, wo es tausend so viele Erlebnisse gibt, ist man nicht mehr imstande, sie in Beziehung zu sich zu bringen. Und so beginnt ja wohl das berüchtigte Abstraktwerden des Lebens. Das Zitat stammt von Robert Musil und er hat es in seinem Mann ohne Eigenschaften geschrieben. Der Autor setzt hier Leben und Abstraktion in einen relativ eindeutigen Zusammenhang. Wir haben auf der einen Seite das Leben, das sind wir, das kennen wir, das überschauen wir, und auf der anderen Seite vielleicht einen Lebensteil, den wir nicht mehr überschauen. Wenn unser Leben zu kompliziert wird, er sagt, das Leben, das ist das Leben in der Stadt, mit den vielen Verflechtungen und Beziehungen, dann übersehen wir das Leben nicht mehr. Es wird abstrakt, es wird uns fremd. Dieses Gefühl der Fremdheit haben viele Betrachter auch, wenn sie vor abstrakten Bildern stehen. Also Bildern, die nicht die Realität eins zu eins oder in welchem Maßverhältnis auch immer abbilden. Meist steht dann die etwas ironisch vorgebrachte Frage im Raum, was will der Künstler uns denn nun damit sagen? Abstraktion ist nicht ausschließlich, aber vornehmlich auch die künstlerische Sprache von Gerhard Wichler. Gerhard Wichler, 1963 in Lutherstadt-Wittenberg geboren, seit 1966 mit seinen Eltern in Chemnitz lebend, hat zunächst von 1980 bis 1983 eine technische Berufsausbildung gemacht. Später dann von 1994 bis 1999 ein Studium der Malerei und der Grafik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, unter anderem bei Professor Rolf Kurt, gemacht. Und dann ein Meisterschülerstudium angeschlossen von 1999 bis 2001. Wenn man sich nicht nur ein Werk von Gerhard Wichler ansieht, sondern eine ganze Reihe, und Sie haben heute Abend die Möglichkeit dazu, dann wird Ihnen vielleicht, wie mir das aufgefallen ist, auch auffallen, dass es in vielen Werken Bezüge zur Landschaft gibt, zu Stadtplänen. Manchmal können Sie Straßennamen auf den Bildern erkennen. In manchen Bildern können Sie auch so etwas wie Gebirgsstrukturen erkennen. Gerhard Wichler setzt uns auf eine Spur und würde man seine Werke chronologisch anordnen und von heute zurückgehen zu seinen Anfängen als Maler, sage ich jetzt ganz bewusst, seine Anfänge als Grafiker liegen ein Stückchen anders. Würde man also zu seinen Ursprüngen als Maler zurückgehen, würde man etwa um 2000 landen. In der Zeit hat Gerhard Wichler tatsächlich als Landschafter gearbeitet, hat Landschaften gemalt, die als Erinnerungen an Urlaubseindrücke entstanden sind. Sind die abstrakten Werke, die wir heute hier sehen, deshalb Landschaften? Ja und nein. Interpretation ist ein sehr schwieriges Feld. Ich will dazu nur Folgendes sagen. Wir haben mit Robert Musil angefangen. Robert Musil spricht von der Entfremdung des Lebens. Wenn uns das Leben fremd wird, werden die Dinge abstrakt, sie werden uns fremd. Und wir alle kennen dieses Gefühl des Abstrakten, des Fremdseins. Und wir fühlen uns manchmal damit nicht wohl. Und wir wollen die Dinge auf die Reihe bekommen. Wir
wollen, die Dinge wieder in Beziehung zu uns setzen. Wir sind alle bemüht, unser Leben in ein bestimmtes Ordnungssystem zu bringen. Das geht Ihnen wie mir so und das geht natürlich auch dem Künstler als solchen, auch Gerhard Wichler so. Meine Interpretation ist deshalb folgende: Vielleicht sind die abstrakten Werke von Gerhard Wichler ein Versuch, die Dinge in eine Ordnung zu bringen und sich das Leben in irgendeiner Form wieder anzueignen. Interpretation ist ein schwieriges Feld, ist ein Blatt, auf das man sich begeben kann. Josef Beuys hat Folgendes dazu gesagt: Interpretation halte ich eigentlich für schädlich. Man kann etwas beschreiben, etwas sagen über die Intention. Dann kommt man am dichtesten an die Kraft heran, die noch etwas bei den Dingen lässt, damit sie etwas bewirken können. Da ist eben ein Mehr drin, als dass sie nur an das Verstehen appellieren. Vielen Dank.